Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Julia Altdorf und ich betreue das Projekt klickbinbereit.de. Klick steht dabei für Karriere und Lehre in Klein- und Kleinstbetrieben stärken. Angesiedelt ist das Projekt beim Rheinisch-Bergischen Kreis, beim Koordinierungsbüro Übergang Schule und Beruf. Das Projekt ist ein Jobstarter Plus Projekt und ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union. Und jetzt legen wir direkt los. Sie sehen es schon, es geht heute um die Stellenanzeige. Ja, warum ist die Stellenanzeige jetzt essentiell bei dem Prozess, die passenden Bewerber und Bewerberinnen zu finden? Das liegt einfach daran, dass auch die Stellenanzeige heute noch ein klassisches Medium der jungen Leute, der Generation Z, wie sie im Moment heißt, ist, um einen passenden Ausbildungsberuf zu finden. Was ist wichtig, wenn wir uns mit der Stellenanzeige beschäftigen? Zunächst einmal ist es wichtig, dass man sich anschaut, welche Zielgruppe habe ich denn? Welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Denn jede Zielgruppe hat individuelle Einstellungen, Werte, Bedürfnisse zur Arbeitswelt, aber eben auch an den passenden Arbeitgeber oder die passende Arbeitgeberin. Und jetzt wollen wir uns dem Ganzen ein bisschen nähern. Ja, und damit sind wir auch schon bei der Generation Z, denn das ist ja die momentane Generation, die sich auf dem Ausbildungsmarkt befindet. Und die hat ganz eigene Vorstellungen, die geprägt sind von Freiheit, Individualität, aber auch von Familie. Und all diese Aspekte verwenden sie natürlich auch in der Arbeitswelt und suchen danach ihren passenden Arbeitgeber oder ihre passende Arbeitgeberin aus. Ja, hier haben wir Ihnen jetzt einmal eine Umfrage mitgebracht vom Uform Verlag. Die haben einmal nachgefragt, was wünschen sich denn Jugendliche in so einer Stellenanzeige? Und wie Sie sehen, es handelt sich dabei häufig darum, dass sie einfach Informationen über bestimmte Aspekte haben wollen. Das heißt, sie wollen Informationen über den Ausbildungsbetrieb, über die Tätigkeit bzw. über die Anforderungen, die sie natürlich auch an den Bewerber, die Bewerberin stellen als Unternehmen, aber auch um die Perspektive, also was passiert nicht nur vor der Ausbildung oder in der Ausbildung, sondern auch danach. Gibt es zum Beispiel eine Übernahmegarantie? Also der Informationsfluss ist für die Jugendlichen ein entscheidender Faktor bei der Stellenanzeige. Ja, und bevor wir uns jetzt auch nochmal die einzelnen Bereiche der Stellenanzeige anschauen, beschäftigen wir uns mit dem Thema Corporate Design. Corporate Design ist einfach wichtig, weil es eben sie auch auszeichnet und einen Wiedererkennungswert ihres Unternehmens darstellt. Das heißt, haben Sie ein Firmenlogo und eine bestimmte Firmenfarbe, bringen Sie die auch in die Stellenanzeige mit ein. Genauso, wenn Sie zum Beispiel ein Motto haben, unter dem Ihre Mitarbeiter jede Woche arbeiten, dann können Sie auch das gerne schon hier hineinbringen. Also schauen Sie einfach, wie Sie das optisch darstellen können, denn gerade auch im Internet sind die Möglichkeiten ja einfach sehr, sehr vielseitig. Ja, einer der klassischen Bereiche ist immer die Unternehmensvorstellung. Das heißt, versuchen Sie und Ihr Unternehmen kurz und präzise auf den Punkt zu bringen, was hat Ihr Betrieb für Dienstleistungen oder für Produkte, was zeichnet Ihr Unternehmen aus. All das müssen Sie versuchen, ganz kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Ja, hier kommen wir jetzt auch zu einem ganz wichtigen Bestandteil in einer Stellenanzeige und das ist die Darstellung des Ausbildungsberufs. Auch hier gilt die Devise, versuchen Sie sich kurz zu fassen, versuchen Sie bildhaft zu beschreiben, worum es in der Tätigkeit geht, die der Auszubildende dann ausüben soll. Versuchen Sie auf Fremdworte zu verzichten und versuchen Sie das einfach kurz auf den Punkt zu bringen, was dieser Ausbildungsberuf beinhaltet. Ein wichtiger Bereich stellt auch das Anforderungsprofil dar. Das bedeutet, schauen Sie einfach, dass Sie das, was Sie von einem Bewerber oder einer Bewerberin erwarten, dass Sie das auch wieder kurz auf den Punkt bringen. Dabei hilft Ihnen natürlich immer ein sogenannter Kriterienkatalog. Das heißt, überlegen Sie sich, was betriebliche Anforderungen sind, aber was auch berufsbezogene Anforderungen sind. Und wenn Sie das für sich festgehalten haben, versuchen Sie, diese zu sortieren und einen Katalog daraus zu erstellen.
Denn dann können Sie bestmöglich den passenden oder die passende Bewerber, Bewerberin finden. Wichtig ist natürlich auch immer, wenn wir beim Thema Anforderungen sind, schauen Sie, welche Anforderungen Sie haben und welche Anforderungen eben auch die Bewerber oder Bewerberinnen haben. Versuchen Sie dazwischen eine Balance zu finden und dann finden Sie auch das perfekte Anforderungsprofil. Ein weiterer Bereich, der immer mehr auch an Bedeutung gewinnt, ist der Bereich Benefits. Das heißt, welche Attribute, welche Vorzüge können Sie zusätzlich bieten? Haben Sie zum Beispiel einen Zuschuss zum Azubi-Ticket oder haben Sie finanzielle Prämien? Das sind hier auch nur, wie gesagt, einzelne Beispiele. Schauen Sie, über welche Ressourcen Sie verfügen und welche Benefits Ihr Betrieb anbieten kann. Ja, und zu guter Letzt vergessen Sie auch nicht, die Bewerberinnen und Bewerber dazu zu motivieren, sich bei Ihnen zu bewerben. Das kann anhand einer Frage geschehen, wie zum Beispiel, bist du bereit für deinen Traumjob oder schick uns deine Bewerbung, wir freuen uns auf dich. Sie sehen hier auch schon ein paar Beispiele. Schauen Sie einfach, dass Sie da nochmal die Motivation für die Bewerber und Bewerberinnen hochhalten, damit sie sich auch dafür entscheiden, sich bei Ihnen zu bewerben. Ja, ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft den Bewerbungsprozess bzw. das Bewerbungsverfahren, denn hier sollten Sie auch schon Angaben machen, bis wann sich der oder die Bewerberin bei Ihnen melden kann, eine Adresse, einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, aber auch zusätzliche Informationen, wie eben der Prozess abläuft, gibt es ein Vorstellungsgespräch oder ein Assessment, all diese Basics sollten Sie dann nochmal in Ihrer Stellenanzeige aufführen. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, das fand ich einen super spannenden Einblick, gibt es da vielleicht mehr Informationen zu? Ja, wir haben eine Checkliste zum Thema Ausbildungsmarketing. Da ist auch der Aspekt Stellenanzeige aufgegriffen. Und wenn Sie da Interesse dran haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an binbereit@rbk-online.de. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Und alles, was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald und machen Sie es gut.